Heute im Fasten Channel geht es um das Thema chronische Schmerzen und den Satz, Sie müssen mit dem Schmerz leben. Finde ich einen ganz, ganz schlimmen Satz. Und was dahinter steckt und was das vor allen Dingen auch für die Betroffenen bedeutet, so einen Satz zu bekommen, Sie müssen mit dem Schmerz leben, das ist jetzt so. Da werden wir heute mal drüber reden. Im Fasten Channel, auf geht's. Ja, heute im Fasten-Channel geht es um das Thema, Sie müssen mit dem Schmerz leben. Also wir reden über die Patientengruppe der Menschen, die irgendwann mal so Schmerzen hatten, die dann immer schlimmer wurden, die auch schon eine große Odyssee haben von Ärzten, Therapeuten und alles Mögliche schon durchuntersucht wurde und am Ende bei rauskam, weiß ich auch nicht. Ja, weil wenn man den Satz, Sie müssen mit dem Schmerz leben, mal übersetzt, heißt es auch, dass die Menschen, die das versucht haben, daran was zu machen, am Ende gescheitert sind. Das kommt immer wieder vor, auch bei mir in der Praxis. Ich kann auch nicht allen helfen. Ja, das ist ganz normal. Heißt aber auch, dass dort denjenigen nicht geholfen wird. Und das gibt es ein Erklärungsmodell zu, das multimodale Schmerzmodell. Und das besagt eben, dass wenn man irgendwann mal Schmerzen hat und der lange noch da ist, dass dann sozusagen sich die Zusammensetzung der Hirnströme, also die Hirnaktivität verändert, die Hormonausschüttung und so weiter und so fort. Und dass dann der Schmerz sich verselbstständigt. Und da habe ich persönlich ganz andere Erfahrungen mit. Denn das kann ich belegen. Guckt einfach mal in die Bewertung rein. Da gibt es mehrere Patienten von denen, die dazu sich geäußert haben, die bei mir waren. Patienten, die wirklich chronische Schmerzen haben. Eine Patientin, an die ich mich ganz konkret erinnert, weil es in jüngerer Zeit war, die ist seit 5 Jahren nach einem Arbeitsunfall, hat die heftigste Schmerzen. Die ist nach der zweiten Behandlung, nach nur 2 Behandlungen, war die so weit schmerzbefreit, dass es wieder ein normaler Alltag möglich war. Warum? Was ist da passiert? Man muss sich einfach mal angucken, der Weg, den diese Menschen gehen. Ich sage nicht, dass man mit Faszien alles heilen kann, um Gottes Willen. Aber es ist so, dass da passiert psychisch einiges. Ja, in diesem konkreten Fall von der Dame, die hatte eine Vorerkrankung, die aber nicht dramatisch war, die sie nicht wirklich eingeschränkt hat. Hatte dann einen Arbeitsunfall, der zu einer Immobilisation führte und dann letztendlich danach massive Schmerzen. Was passiert dann? Man geht also von Pontius nach Pilatus, überall wird mal geguckt, es werden Röntgenbilder gemacht, es werden MRT-Aufnahmen gemacht und so weiter und so fort. Klammer auf, die Faszien kann man da mit diesen Methoden nicht messen. Klammer zu. Am Ende ist es so, dass man dort in diesem Bereich nicht zu einer Lösung gekommen ist und letztendlich erlernt der Patient dann von Arzt zu Arzt oder auch von Therapeut zu Therapeut, zu dem er geht, dass man ihm nicht helfen kann. Und das ist ziemlich blöd, so eine Hilflosigkeit. Man hat also ein massives Problem, was einen immer mehr einschränkt und was einen hilflos werden lässt. Und egal wie gestanden man ist, spätestens wenn man arbeitsunfähig ist, nur zu Hause sitzt und Schmerzen hat, dann ist es total doof. Und am Strich nennt man das dann medizinisch Depression, was dort hinkommt. Das heißt, zudem, dass diejenigen ein körperliches Problem haben, auch noch Schmerzen, sind sie natürlich von der Psyche ziemlich down. Das wiederum führte in ihrem Fall dazu, dass sie komplett berufsunfähig wurde. Berufsunfähig heißt, sie konnte ihren alten Beruf nicht mehr ausüben. So, das war aber leider ihr Traumberuf. Naja, ist ja nicht schlimm, wir zahlen ihnen eine Umschulung. Ja, das heißt, sie kann ihren Beruf nicht mehr ausüben und lernt jetzt einen Beruf, auf den sie gar keine Lust hat. So, sie hat dann so eine Mittelweg, wo sie sagte, ja gut, das könnte ich mir vorstellen, aber Spaß habe ich daran nicht wirklich. Nicht vergleichbar mit dem, wofür ich gelebt habe, meine Berufung, meinen Beruf, den ich vorher hatte. Problematisch ist dann auch, natürlich gibt es dann Medikamente, diverse, eine ganze Bandbreite, die diese Schmerzen erträglich werden lassen und auch gegen Depressionen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, in ihrem Fall war es so und in mehreren Fällen von Patientinnen, die ich auch so habe, ist unterliegen die einer Stigmatisierung. Das heißt, naja, komm, du willst ja nur nicht mehr, hast ja keine Lust mehr zu arbeiten. Sitzt schon seit 2 Jahren zu Hause und hast sogar keinen Bock mehr zu arbeiten. Ja, traurig, weil ist nicht der Fall. In dem Fall ist es so, dass diejenigen sehr, sehr hilflos sind, sehr gerne, in dem konkreten Fall, was ich gerade sagte, wieder arbeiten würden, aber es einfach körperlich nicht können und mit der Psyche irgendwann auch nicht mehr. Weil, ich glaube, darüber macht sich gar keiner Gedanken, was es bedeutet, chronisch krank zu sein, wenn jeden Tag die Krankheit das Leben bestimmt und das ist ein ganz blöder Teufelskreis, der da entsteht, der den Menschen nicht wirklich weiterhilft. Warum erzähle ich das aus der Sicht der Faszien? Ganz simpel, warum hatten wir bei diesen Patienten, von denen ich rede, Erfolg?
Ganz einfach, weil wir eine andere Sichtweise hatten. Wir haben uns einfach mal die Faszien angeschaut. Denn in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, war es so, dass sie einen Arbeitsunfall hatte, danach eine Immobilisation und eine großflächige Faszienschicht verklebt war. Man weiß, und das ist in neueren Studien tatsächlich belegt, dass verklebte Faszien die Nichtbewegung, die Immobilisation, früher oder später zu Schmerzen führen. Also dort werden wirklich proaktiv von dem Fasziengewebe Schmerzrezeptoren aktiviert. Es wird die Substanz P, die Schmerzsubstanz, ausgeschüttet und es führt dazu, dass dort Schmerzen entstehen. Das heißt, nicht der Unfall selber war das Problem, auch nicht die Vorerkrankung, sondern die Kombination aus Vorerkrankung, Unfall und verklebten Faszien nach Immobilisation. Und dieses Dreierding hat nachher zu diesem großen Problem geführt. Also wenn man nur eins davon behandelt hätte, hätte man eben nicht die Lösung gehabt. Der Chirurg hat den Arbeitsunfall relativ gut beseitigt, clever gemacht, gut gemacht. Die Vorerkrankung an sich war allein auch nicht das Problem, aber die Kombination mit den Faszien. Was haben wir gemacht? Wir haben die Faszien gelöst, großflächig, in zwei Sitzungen, da gab es wirklich viel zu tun. Und schwupps war der Zustand von vorher wieder da. Der Arbeitsunfall selber war ja durch den Chirurgen weitgehend abgearbeitet. Und so war nur noch die Vorerkrankung, die vorher schon nicht ernsthaft zu Problemen geführt hatte. Soll heißen, manchmal sind es tatsächlich die Faszien, die verklebt sind. Und mein Appell an Menschen, die chronische Schmerzen haben, ist tatsächlich, stellt euch mal einen Faszientherapeuten vor. Weil, sofern das noch nicht schon geschehen ist, weil es durchaus sein kann, dass verklebte Faszien ein Teil der Gesamtheit ist. Meine persönliche Erfahrung ist, es gibt nicht den einen Auslöser. Ja, auch so, wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt oder so, dann stürzt es nicht ab, weil ein Fehler passiert ist, sondern meistens ist es eine Verkettung von mehreren Sachen. Und so ist es auch bei so komplexen Sachen wie chronischen Schmerzen. Es ist nicht mal eben die eine Schraube, an der ich drehe, die dann den vollen Erfolg bringt, sondern es sind viele kleine. Man muss sich also immer individuell anschauen, wer ist das? Was ist demjenigen zugestoßen? Gibt es Vorerkrankungen? Und wo liegt jetzt aktuell das Problem? / die Verklebung, die es zu lösen gilt. Also heißt es, in der Faszientherapie, natürlich wird die gesamte Statik angeschaut. Derjenige wird einmal komplett ausgerichtet und dann eben entsprechend die Verklebung erstmal gefunden und dann auch gelöst. Für denjenigen bedeutet es ganz viel. In dem konkreten Beispiel, was ich gerade genannt habe, war es so, dass sie mich 2 Tage nach der zweiten Behandlung anrief und sagt, du, da kommt gerade emotional auch eine ganze Menge hoch. Warum? Stichwort Depression. Das Ganze ist wirklich in der Tiefe, sitzt es fest und das ist dann auch hochgekommen, weil wir natürlich das alles aufgelöst haben jetzt. Und sie hat dann emotional einiges aufgelöst für sich, was letztendlich dazu führte, dass sie 5 Jahre lang mit Schmerzen rumgelaufen ist und von mehr oder weniger einen auf den anderen Tag, also 14 Tage oder was das waren, plötzlich fast keine Schmerzen mehr. Sie hat jetzt noch so einen Restschmerz, der für sie vollkommen in Ordnung ist, den sie vorher aufgrund ihrer Vorerkrankung auch hatte, der sie halt so begleitet. Das ist aber nicht das Problem. Sie kann alles wieder machen. Sie überlegt, ob sie wieder im Beruf zurückgeht, hat jetzt aber durch die Umschulung tatsächlich eine neue spannende Sache gefunden, die sie dann am Ende doch spannend fand und geht jetzt ihren Weg. So, die Stigmatisierung und die ganzen Sprüche, die diese Menschen ernten müssen, auch die sind ja nicht mehr da, wenn man das wieder kann. Also es passiert ganz, ganz, ganz viel, wenn man mal an den entscheidenden Stellen dreht. Mein Appell oder mein Wunsch an die chronischen Schmerzpatienten, sucht euch mal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, einen Faszientherapeuten raus und lasst mal die Faszien abchecken und die lösen und schaut mal ganz individuell, ohne es pauschalisieren zu wollen, sondern schaut mal ganz individuell, ob derjenige euch nicht helfen kann, durch gelöste Faszien euer Problem zumindest zu minimieren, wenn nicht deutlich zu verbessern. So viel dazu vom Faszien-Channel diese Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao!